Am Donnerstag gab es ein neues Sims 4 Update, mit dem für englischsprachige Spieler Pronomen ins Spiel gekommen sind. Außerdem haben wir zwei neue Szenarien und neue Objekte erhalten. Und ein Redesign für den wohl bekanntesten Haushalt bei den Sims sorgte für Aufregung. Mehr dazu in diesem Video. Neben den beiden Set-Ankündigungen gab es in den letzten Tagen noch weitere Neuigkeiten. Nämlich wurde zuerst ein neuer Sims Delivery Express Inhalt veröffentlicht. Hier kamen als neues Gameplay zwei neue Szenarien ins Spiel. Einmal das dauerhafte, emotionale Achterbahn-Szenario und das zeitlich begrenzte Beste Freunde für immer-Szenario. Bei ersterem müsst ihr als junge Erwachsene eine Reihe von vorgegebenen Aufgaben erfüllen, die allesamt etwas mit der emotionalen Kontrolle und Emotionswechsel zu tun haben. Das Beste Freunde für immer-Szenario verlangt von euch, dass ihr viele kinderbezogene Aufgaben, wie mit dem Monster unter dem Bett zu sprechen, meistert und dann euren Geburtstag feiert. Als nächstes können wir uns über genau drei neue Objekte im Baumodus freuen. Hier stehen nämlich ein relativ teurer neuer Tisch in verschiedenen Farben, ein dazu passender Stuhl sowie neue Lampe mit Farbverlauf bereit. Manchmal würde ich wirklich gerne wissen, nach was für einer Logik die Entwickler neue Objekte für so eine Sims Delivery Express Lieferung zusammenstellen, da diese für mich ziemlich zufällig wirken. Die wahrscheinlich kontroverseste Neuerung dieses Inhaltpakets ist die Überarbeitung des Gruselshaushalts. Dieser hat einen frischen, neuen Anstrich erhalten, der aber nicht bei allen Spielern gut angekommen ist. Bella sieht jetzt ein wenig älter aus, Mortimer hat eine neue Anzugjacke an und allgemein wurden die Hautfarben aller Sims mehr an die der Originalteile angeglichen. Ich persönlich mag die Neugestaltung der Sims, irgendwie kommt damit einfach wieder ein bisschen frischer Wind in die altbekannten Gesichter. Ansonsten wurde das schon vor fast einem Jahr angekündigte Pronomen-Update veröffentlicht, welches aber aktuell nur für englischsprachige Spieler bereitsteht. Mit diesem könnt ihr neben den normalen Pronomen er ihn und sie ihr auch ihre wählen oder im Editor oben links selber ein Pronomen für eure Sims definieren. Dieses wird dann ebenfalls auch so in den Ingame-Texten so beachtet. Wann genau dieses Feature aber für deutschsprachige Spieler ausgerollt wird, ist derzeit noch unklar. Ich halte euch aber natürlich hierzu auf dem Laufenden. Bei Instant Gaming, der aktuell großen Geburtstag feiern, könnt ihr derzeit noch eine PS5 gewinnen. Den Link hierzu und zur neuesten Folge von Sim gehört findet ihr wie immer in der Beschreibung. Was denkt ihr zu den neuen Objekten und wie findet ihr das Redesign der Grusel? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.